Sie spielen ausgezeichnet. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Merci. Dank meiner Mutter hatte ich viele Jahre Klavierunterricht. Wenn ich die Gelegenheit bekomme, spiele ich ab und zu in Pariser Clubs. Aber wie Sie sehen, hat es mich nicht reich gemacht. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte nur reden. Erzählen Sie mir von Ihrer Zeit in Venedig. Ich hatte die Erlaubnis von Monsieur Bouc, meine Schwester zu sehen. Sie lebt in Marghera, gleich bei Venedig. Sie hat vor ein paar Wochen ein Baby bekommen. Das war meine erste Gelegenheit, meinen kleinen Neffen kennenzulernen. Monsieur Bouc hat Ihnen die Erlaubnis gegeben? Ja, Sie können ihn selbst fragen. Das werde ich mit Sicherheit. Zu welcher Zeit sind Sie gegangen und wann sind Sie zurückgekehrt? Ich ging gegen 9:10 und war gegen 11:15 wieder zurück. Als ich zurückkam, hatte Otaru starke Schmerzen. Ich habe ihm den Rücken massiert. Das wäre genug Zeit gewesen, um Monsieur Wadi zu töten und zum Zug zurückzukehren. Darf ich Ihre Messer sehen? Natürlich, hier sind sie. Wenn Sie nichts dagegen haben? Nur zu, sie sind unter der Decke. Erzählen Sie mir noch einmal von dem Pokerspiel in der Mordnacht. Wir spielen regelmäßig, um uns nach einem langen Tag zu entspannen. Mal überlegen. Wir haben gegen 11 Uhr abends begonnen. Wir haben in Winkovci eine Pause gemacht. Otaru, Pierre und ich. Das Spiel war gegen 2 Uhr beendet. Wir hatten alle ziemlich viel getrunken. Ah, ouais, ich bin für 10 Minuten gegangen, um Champagner für den nächsten Tag kaltzustellen. Das muss etwa gegen 1 Uhr gewesen sein. Eines davon ähnelt den Wunden auf einer der Leichen. Sie haben Fouché erlaubt, Venedig zu besuchen? Also eigentlich Marghera. Nicht so weit weg. Es war seine einzige Gelegenheit, seine Schwester zu sehen. Er hat seit Wochen in jedem Zug gearbeitet. Er hatte nie Zeit, das Baby zu sehen. Genug, Bug. Ihr Herz spricht für Sie, aber Ihr gesunder Menschenverstand, er... Bon. Ich weiß. Aber es ist in Ordnung, nicht wahr? Er kam ja zurück. Oh, natürlich ist es in Ordnung. Es sei denn, er hat sich das Baby angesehen, dann jemand anderes getötet und ist dann zum Zug zurückgekehrt. Aber das ist ungeheuerlich. Mord ist immer ungeheuerlich, mon ami. Guten Abend, Monsieur Mori. Hätten Sie einen Augenblick für mich Zeit? Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Natürlich. Sofern es Ihnen nichts ausmacht, dass das Abendessen ruiniert wird. Ich verspreche, mich so kurz wie möglich zu halten. Was haben Sie gemacht, während wir in Venedig gehalten haben? Ich habe mit Freas Hans Hilfe frische Lebensmittel für den nächsten Teil unserer Reise eingeladen. Und da meine Arbeit mitunter... Sie glauben es vielleicht nicht, eine Menge körperlicher Arbeit erfordert, habe ich mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Zum Glück ist Jean mittlerweile sehr geschickt darin, meine Wirbel wieder einzurenken. Wie Sie wissen, habe ich den Mord an Monsieur Ratchet gelöst. Was für eine Schande! Wie bitte? Dieser Hinterwäldler hat mein Steak Tatar zurückgehen lassen und Joe gesagt, dass ich es verbrennen soll. Ich werde es zu seiner Liste der Verbrechen hinzufügen. Eine der Wunden auf Monsieur Ratchets Leiche wurde mit einem sehr scharfen Messer mit dünner Klinge zugefügt. Wir haben es noch nicht gefunden. Sie denken, dass eins von meinen verwendet wurde? Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne mal einen Blick darauf werfen. In dieser Schublade. Oh, eine beeindruckende Ansammlung von Messern. Aber ihre Klingen sind zu breit, um für das Verbrechen benutzt worden zu sein.
Erzählen Sie mir von Ihrem Pokerspiel in der Mordnacht. Wir haben gegen 23 Uhr begonnen, als Jean seine Schicht beendet hat. Wir haben bis ca. 2 Uhr gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Es ist ein bisschen vage. Haben Sie ohne Pause gespielt? Tatsächlich haben wir einmal eine Pause zum Rauchen eingelegt. Jean, Pierre und ich, als wir in Winkowski angehalten haben. Wann war das? Gegen Mitternacht. Die Schatulle ist mit einer Art Mechanismus verschlossen. Es ähnelt diesem Symbol, das aus drei Kommas besteht. Wie war noch das japanische Wort? Tomoe. Und offensichtlich fehlt ein Teil. Weiterer goldener Schnurrbart. Bonsoir, Mademoiselle Nitzön. Dürfte ich Sie einen Moment sprechen? Natürlich, Monsieur Poirot. Ich hatte ohnehin noch nicht vor, zu Bett zu gehen. Können Sie mir sagen, wo genau Sie sich während unseres Zwischenstopps in Venedig aufgehalten haben? Diese Frage ist einfach zu beantworten. Ich habe nämlich nicht allzu viel unternommen. Also, ich habe Hotaru dabei geholfen, die Lebensmittelkisten auf den Zug zu laden. Hotaru hatte alles, was er brauchte, aber ich musste feststellen, dass die Hälfte meiner Bestellung fehlte. Ich habe mehr als eine Stunde mit dem Zulieferer telefoniert. Leider erfolglos. Ich musste also die Dessertkarte für morgen etwas abändern. Dr. Constantine hat eine Stichwunde an Ratchets Leiche entdeckt, die offenbar durch eine deutlich dünnere Klinge verursacht wurde als die anderen. Ein Kochmesser vielleicht? Das war exaktement mein Gedanke. Und ich nehme an, Sie möchten jetzt meine Messer überprüfen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Mademoiselle. Ich würde Ihnen gerne meine Kochmesser zeigen, wenn ich welche hätte. Aber ich habe keine. Ich benutze die gewöhnlichen Küchenmesser. Sie können gerne suchen, wenn Sie mir nicht glauben. Verstehe. Alle Messer, die das Personal verwendet, befinden sich entweder in der Küche oder im Barwagen. Mit einer Ausnahme. Die da wäre? Hotaru bevorzugt es, seine eigenen Messer zu verwenden. Monsieur Mori verwendet also nicht dieselben Küchenmesser wie Sie? Meist nicht, nein. Ich weiß, dass er ein Set traditioneller japanischer Messer in einer Schatulle in seinem Zimmer aufbewahrt. Er erlaubt niemand anderem, sie anzufassen. Obwohl, jetzt, wo ich so darüber nachdenke, in letzter Zeit scheint er doch öfter die Küchenmesser zu verwenden. Was können Sie mir über Ihr Pokerspiel in der Mordnacht erzählen? Wir haben um etwa 23 Uhr angefangen. In Winkowski haben wir eine kurze Pause eingelegt. Hotaru und Pierre gingen nach draußen, um zu rauchen. Oh, und Hotaru wurde schlecht. Ich glaube, es war ein paar Minuten nach 1 Uhr. Um 1.10 Uhr vielleicht. Er verbrachte ungefähr 15 Minuten im Badezimmer. Aber er wollte trotzdem nicht aufhören zu spielen, weil er gerade eine Pechsträhne hatte. Hatte er danach mehr Glück? Nein. Wir spielten bis etwa 2 Uhr und er verlor jede Runde. Safran, das muss ja ein kleines Vermögen wert sein.
eine weitere wunderbare Trophäe für meine Sammlung. Magnifique. Doktor, ich muss Gräfin Andreigny befragen. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein, Monsieur Poirot. Die Gräfin hatte eine Panikattacke, als wir in Venedig angekommen sind. Sie hatte Angst, dass die Polizei sie und ihren Mann abholen würde, obwohl sie ihre Ermittlungen abgeschlossen hatten. Ich musste ihr ein Sedativum geben. Und seitdem schläft sie. Waren Sie die gesamte Zeit über bei ihr, als wir in Venedig waren? Graf Andreigny hat mich gebeten, auf sie aufzupassen. Ich habe diesen Raum nicht verlassen. Sie sind der Grund dafür, dass sie in diesem Zustand ist. Bug hat dafür gestimmt, sie alle freizusprechen. Ich habe sein Urteil akzeptiert. Ich habe es ihr gesagt. Ich habe versucht, sie zur Vernunft zu bringen. Wie sehr sie schon gelitten hat. Die Belastung dieser letzten Tage, es war zu viel. Ich verstehe, Graf. Es ist in Ordnung. Ich habe die Antworten, nach denen ich gesucht habe. Ah, Michel, wenn Sie mir erlauben, hätte ich noch ein paar weitere Fragen. Alles, Herr Monsieur Poirot. Wir stehen in Ihrer Schuld. Bitte sagen Sie mir, wo genau Sie sich während unseres Zwischenstopps in Venedig aufgehalten haben? Nachdem die Abteile gereinigt und die Betttücher gewechselt waren, bin ich in meinem Quartier geblieben. Ist Ihnen etwas Besonderes aufgefallen? Ist jemand gekommen oder gegangen? Monsieur Bouc hat alle gebeten, in ihren Quartieren zu bleiben. Ich bin gelegentlich durch den Zug gelaufen, um sicherzustellen, dass sich alle wohlfühlen. Oh, ich habe Monsieur Maury gesehen, wie er ganz alleine seine Proviantkisten verladen hat. Ein so großartiger Koch bei einer so unwürdigen Arbeit. Ich hätte ihm ja geholfen, aber Monsieur Bouc hatte mir befohlen, unter keinen Umständen den Zug zu verlassen. Monsieur Maury war also gezwungen, allein zu schuften. Schildern Sie mir noch einmal den tatsächlichen zeitlichen Ablauf der Nacht von Regits Ermordung. Nicht den, den Sie sich ausgedacht haben, um Ihr Verbrechen zu verbergen. Ich habe den Zug in Vinkovci verlassen, um eine Zigarette zu rauchen. Dann bin ich zurück auf meinen Posten. Das war die Wahrheit. Der Zug ist pünktlich abgefahren. Aber dann wurden die Gleise durch eine Lawine blockiert. Um 0.45 Uhr habe ich mich mit Madame Hubbard in ihrem Abteil getroffen, um zu besprechen, wie wir unseren Plan anpassen können. Wegen des Schnees und wegen Poirot. Die kleine Aufführung, die wir für sie inszeniert hatten, musste umgeschrieben werden. Ich habe ihr Abteil ungefähr um 1:15 verlassen. Dann ging der Vorhang auf. Rufe in der Nacht, der rote Kimono, alles nur für mich. Und alles umsonst, wie sich herausstellte. Machen Sie sich keine Vorwürfe, Michel. Ich bin der Theaterkritiker, den kein Dramatiker in seinem Publikum sehen will. Ich habe jetzt mit allen gesprochen, aber einiges scheint nicht zusammenzupassen. Ich muss wohl ein paar Dinge erneut überprüfen. Thank you.
Minute. Ich muss zugeben, dass ich dieses Mal nicht richtig liege. Diese Antwort mag zwar falsch sein, aber ich bin nie weit von der Wahrheit entfernt. Denk nach, Poro. Das kann nicht die Antwort sein. Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist. Denk nach, Poro. Das kann nicht die Antwort sein. Jeder der drei Angestellten hatte die Möglichkeit, Reggie zu töten, als Monsieur Michel den Korridor gerade nicht im Auge hatte. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Eine schwarze Feder. Das erinnert mich doch an etwas. Thank you.
Aha. Immer noch verschlossen. Ich muss die Teile an den Seiten irgendwie verschieben. Cotteria Venezia. Entschuldigen Sie, Monsieur Mori. Aber haben Sie nicht etwas vergessen? Sie haben nicht die Messer erwähnt, die Sie in Ihrem Zimmer versteckt haben. Ja, in der Tat. Die habe ich wohl vergessen. Das sind meine privaten Messer. Ich verwende nur die. Es gibt keine besseren. Ich habe sie in Japan gekauft. Und keiner außer mir darf sie anfassen. Ich fürchte, Sie sind ein besserer Sushi-Koch als Lügner. Wie bitte? Was soll das bedeuten? Eines der Messer trägt die Inschrift Coltelleria Venezia. Haben Sie gestern Abend etwa eine Shopping-Tour gemacht, Monsieur? Verflucht, Poro! Na schön. Eines meiner Sushi-Messer
ist seit der Mordnacht verschwunden. Ich dachte, dass sie mich des Mordes an Ratchet verdächtigen. Er schickte ständig mein Essen zurück und verlangte, es zu ruinieren. Warum gibt Gott den Reichen das Geld, um sich feine Küche leisten zu können, wenn ihnen gleichzeitig der feine Gaumen fehlt? Ich war in Panik. Und zufällig kenne ich einen sehr guten Laden in Venedig. Ich habe mir dort ein neues Messer gekauft, um das Fehlende zu ersetzen, damit ich nicht beschuldigt werde. Aber ich versichere Ihnen, dass ich nichts mit irgendwelchen Morden zu tun habe. Ich würde Ihnen eher glauben, Monsieur, wenn Sie das Messer weglegen würden. Oh, ja, natürlich. Sumimasen. Zu welcher Uhrzeit sind Sie zu Ihrem kleinen Einkaufsbummel aufgebrochen? Um etwa 21.30 Uhr. Ich war etwas nach 23 Uhr wieder zurück. Vielleicht 23.15 Uhr. Genug Zeit, um Monsieur Wadi zu erstechen und wieder zurückzukehren. Nun gut, Monsieur Mori. Das wäre dann alles fürs Erste. Sollte ich noch weitere Fragen haben? Sie finden mich hier. Beim Kochen. Bitte sagen Sie mir noch einmal, was Sie während des Aufenthalts in Venedig getan haben. Kein Problem. Ich habe Hotaru dabei geholfen, die Lebensmittelkisten auf den Zug zu laden. Hotaru hatte alles, was er brauchte, aber ich musste feststellen, dass die Hälfte meiner Bestellung fehlte. Ich habe mehr als eine Stunde mit dem Zulieferer telefoniert. Leider erfolglos. Ich musste also die Dessertkarte für morgen etwas abändern. Mademoiselle, ich glaube, dass Sie mir die Wahrheit verschweigen. Warum sagen Sie das? Michel sagt, Monsieur Mori habe die Kisten alleine geschleppt. Sie waren nicht auf dem Bahnsteig. Doch, ich habe Hotaru geholfen. Die ganze Zeit? Er musste wohl so viele Kisten tragen, dass er Rückenschmerzen bekam. Ach, das tut mir leid. Na schön, Sie haben mich erwischt. Ich bin gegangen, bevor wir fertig waren. Aber nur, weil ich musste. Ihm fehlte noch Safran für eins seiner Rezepte. Also erklärte ich mich bereit, in die Stadt zu gehen und welchen zu besorgen. Wegen des Karnevals hatte der Rialto-Markt länger geöffnet. Er hat mir etwas Geld für den Einkauf gegeben. Ich weiß, wir sollten den Zug eigentlich nicht verlassen, aber ich wollte ja nur helfen. Mr. Mori kann Ihnen das bestätigen. Fragen Sie ihn. Ich habe das Abendessen gerettet. Oh, im Namen meines Gommens möchte ich Ihnen danken. Wie lange waren Sie weg? Ich habe den Zug um 21.10 Uhr verlassen und war etwa um 23 Uhr mit dem Safran zurück. Dann rief ich meinen Zulieferer wegen der fehlenden Zutaten an. Mademoiselle Nitzen hatte fast 2 Stunden Zeit, um den Safran zu kaufen, ein Kostüm zu finden, Monsieur Wadi zu töten, Ermittlerin Locke zu entkommen und dann zum Zug zurückzukehren, um den Anruf zu tätigen. Ja, es wäre möglich gewesen. Sie hätte genug Zeit gehabt. Merci, Mademoiselle Nielsen. Das wäre dann fürs Erste alles. Tut mir wirklich leid, Monsieur Poirot. Ich hoffe, Sie werden das Dessert heute genießen. Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist. No, nicht gut. Diese Antwort mag zwar falsch sein, aber ich bin nie weit von der Wahrheit entfernt. Ich muss zugeben, dass ich dieses Mal nicht richtig liege. No, nicht gut. Thank you.
nach Poirot. Das kann nicht die Antwort sein. Diese Antwort mag zwar falsch sein, aber ich bin nie weit von der Wahrheit entfernt. Was haben Sie die ganze Zeit gemacht, Poirot? Ich stappe völlig im Dunkeln. Dann werde ich etwas Licht auf die Situation werfen, mon ami. Ich habe drei neue Verdächtige, die Ratchet und Monsieur Wadi umgebracht haben könnten. Mademoiselle Nützen, Monsieur Fouché und Monsieur Mori. Sie alle hatten während beider Morde genug Zeit, die Tat zu begehen. Und ihre Alibis lassen sehr zu wünschen übrig. Ein Familienbesuch und gleich zwei Einkaufstouren. Aber, das sind doch alles meine Mitarbeiter. Leider ja, mein lieber Buck. Aber gegen keinen von ihnen liegen konkrete Beweise vor. Und keiner von ihnen scheint ein Motiv zu haben. Was für eine Tragödie. Geben Sie die Hoffnung nicht auf. Wir werden den Mörder schon erwischen. Es gibt noch einen Ort, an dem sich die Beweise befinden könnten, die wir brauchen. Genf. Exactement. Die Hoffnung nicht aufgeben? Das ist leicht gesagt. Aber was, wenn Freya die Mörderin ist? Was wird dann aus dem Dessert? Oder wenn es Otaru war? Soll ich dann etwa selbst kochen? Und wenn es Jean war? Wer soll dann die Drinks servieren? Nicht auszudenken. Ich habe mir die Banque du Lac angesehen. Ich musste für Interpol meine Identität bestätigen. Also haben sie meinen Captain bei der Polizei Berkshire kontaktiert. Ich vermute, er war nicht sehr erfreut. Darüber, dass mein Urlaub sich als inoffizielle Ermittlung herausgestellt hat? Richtig geraten. Ich kann selbstverständlich gerne mit ihm darüber sprechen. Danke, aber er wird es wohl verkraften. Es wäre eine Chance, den Fall Armstrong endlich ad acta zu legen. Er hörte auf rumzubrüllen, verlangte einen Bericht
und gab mir dann eine Woche zusätzlich. Très bien. Was konnten Sie von Interpol über die Banque du Lac in Erfahrung bringen? Sie hat keinen guten Ruf und das schon seit über einem Jahrhundert. Unter ihren Kunden waren bereits Mafiosi, Nazis und Wirtschaftskriminelle jeder Art, darunter sogar Staatschefs. Das ist wohl das am schlechtesten gehütete Geheimnis in der Welt der Banken. Die Kriminellen nutzen die strikten Vorgaben der Banken zum Schutz der Anonymität ihrer Kunden aus. Was übrigens gegen zahlreiche Gesetze in verschiedenen Ländern verstößt, einschließlich der Schweiz selbst. Ich für meinen Teil habe selbstverständlich nie so ein korruptes System ausgenutzt. Das versteht sich von selbst, mon ami. Allerdings laufen gerade mehrere Ermittlungen, inklusive einiger Gerichtsbeschlüsse. Die Bank wird sich also irgendwann beugen müssen, sonst werden ihre Vermögenswerte beschlagnahmt. Doch bis dahin floriert das Geschäft dank ihrer reichen und mächtigen Kunden weiter. Das alles passt perfekt zum verstorbenen Monsieur Ratchet. Haben Sie eine Idee, wie wir weiterverfahren könnten? Die Seriennummern auf einigen der Banknoten stimmen mit jenen überein, die bei der Armstrong-Entführung verwendet wurden. Wir kamen in Venedig zu dem Schluss, dass der Großteil des Geldes sich noch im Tresor der Bank befinden muss. D'accord, Mademoiselle Locke. Hervorragende Arbeit. Ach, unsere nächste Aufgabe ist somit klar. Wir müssen an Regits Bankschließfach kommen. Dafür brauchen wir Codes. Passwörter. Und Monsieur Wadi kannte sie vermutlich alle. Der Geldsack, den er bei sich hatte, ist Beweis genug. Wir sollten in Wadis Büro in der Bank nach Informationen über Ratchets Schließfach suchen. Gewiss. Aber bedenken Sie, wie viel Geheimhaltung mit solchen Geschäften einhergeht. Ich bezweifle, dass wir in seinem Büro alles finden werden, was wir benötigen. Wo sollen wir also sonst noch suchen? Ich muss zugeben, dass ich dieses Mal nicht richtig liege. Regits Tagebuch in... Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. Mr. Wardy konnte unmöglich all seine Geheimnisse in der Bank aufbewahren. Hoffentlich finden wir etwas in seiner Wohnung. Die Adresse kennen wir von seinem Reisepass und die Schlüssel haben wir von seiner Leiche. Der Zug hält um 8 Uhr in Lausanne, was ein ganzes Stück von Genf entfernt ist. Ich kann die Abfahrt bis 11 Uhr verzögern, aber nicht länger. Die Polizei erwartet uns am späten Nachmittag in Paris und sie duldet keine Verzögerung. Die Bank öffnet erst um 9. Ich sehe nur eine Möglichkeit, wie wir noch pünktlich ankommen könnten. Es gibt Fähren zwischen Lausanne und Genf. Aber wir wären über 3 Stunden unterwegs. Wir können uns nicht darauf verlassen, ein schnelleres Boot zu finden. Nehmen wir lieber ein Taxi und hoffen, dass der Verkehr nicht zu dicht ist. Wir sollten uns am besten aufteilen. Einer von uns durchsucht die Wohnung, der andere das Büro. Um Zugang zum Bankschließfach zu bekommen, brauchen wir den Schlüssel, die Schließfachnummer und das Passwort. Aber wenn Sie das alles gefunden haben, wie wollen Sie dann in den Tresor gelangen? Wir könnten jedoch die Anonymitätsvorschriften der Bank zu unserem Vorteil nutzen. Und das geht am schnellsten, wenn Sie sich als Ratchet ausgeben. Lieber würde ich mich als Jack the Ripper ausgeben, aber im Interesse der Gerechtigkeit muss es wohl sein. Wir müssen die Kontonummer finden. Und alles andere. Ich würde mir liebend gern den Tresor von innen ansehen. Zum Betreten des Tresors werden keine Papiere oder Namen verlangt. Man benötigt nur die richtigen Daten. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich das nicht gehört. Ich bin Direktor einer Eisenbahngesellschaft, kein Bankräuber. Perfekt. Fassen wir den Plan nochmal zusammen. Thank you.
Et voilà. Zunächst nehmen wir das Taxi nach Genf. Dort teilen wir uns auf. Sie durchsuchen Mr. Wardys Wohnung und ich sein Büro im Bankgebäude. Sobald wir alle Informationen haben, die wir benötigen, geben Sie sich als Ratchet aus. Und wir finden endlich heraus, was der echte Ratchet in seinem Schließfach versteckt. Das klingt unmöglich. Nicht für Ermittlerin Joanna Locke und Hercule Poirot. Wir sollten uns etwas ausruhen. Sie haben recht, Mademoiselle Ermittlerin. Schließlich stehen wir morgen gemeinsam vor unserer größten Herausforderung. Neun Uhr. Unser Fahrer hat ganze Arbeit geleistet. Wir haben kaum eine Stunde von Lausanne hergebraucht. Allerdings haben wir nur eine Stunde Zeit, unser Vorhaben umzusetzen. Book kann den Zug nur bis 11 Uhr aufhalten. Eine Stunde, um den Schlüssel zu Ratchets Schließfach zu finden, die Schließfachnummer und das Passwort. Das ist nicht viel Zeit. In der Tat. Und deshalb müssen wir uns aufteilen. Ich werde das Taxi zu Monsieur Wadis Wohnung nehmen. Sie durchsuchen derweil sein Büro. Ich rufe Sie an, sobald ich fertig bin. Danke, Monsieur Poirot. Wofür, Mademoiselle? Dafür, dass Sie mir vertrauen.